Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hatte bis vor 3 Minuten noch gar keine Ahnung, was ich heute machen soll. Ich habe so viele andere Sachen hier nebenbei. Also ich packe ja noch Bestellungen und bin aktuell noch in der Nachtschicht. Morgen fertig, beziehungsweise wenn das Video läuft, bin ich dann schon raus aus der Nacht. Aber ich muss noch ein bisschen schlafen. Und ja, dieses Video ist sehr knapp aufgenommen. Das heißt, ich habe jetzt, wo du es guckst, erst gestern aufgenommen. Und ja, ich habe echt überlegt. Ich habe so viele Dinge im Kopf aktuell und habe überlegt, wie kann ich mir das selber mal so ein bisschen jetzt hier aufbröseln. Also, es liegt ja noch ein Workshop an am Wochenende. Da sind auch noch Plätze frei. Wer also mag, kann sich gerne über meine Website dort anmelden, beziehungsweise über die Musik- und Kunstschule. Das findet in Gütersloh statt. Das ist in OWL. Also, wer in dem Raum wohnt, ne, hat vielleicht gute Chancen noch. So, dann das Zweite ist, die Aquarellkurse, die bei mir noch im Hinterkopf sind. Ende des Monats findet ja der erste Basiskurs statt und danach Themenabende jeden Monat. Also wer in der Nähe wohnt, der kann dann gerne mal kommen. Entweder als Anfänger dann den Basiskurs machen und dann zu den Themenabenden ein bisschen malen. Das sind dann auch schon Sachen, so ein bisschen Techniken vertiefen und so. Das ist das. So, das ist also, was hier so live los ist. Dann Bestellungen natürlich, logischerweise bin ich immer noch am Abarbeiten, also beziehungsweise am Zusammenpacken und Beschriften und zur Post bringen. Ich mache das ja jetzt so peu à peu ganz langsam, dass das dann auch alles bei euch ankommt. Dann habe ich euch ja gesagt, ich möchte dieses Jahr die Rauhnächte fabrizieren. Gut, es ist 30 Grad im Schatten und ich rede hier über die Winterrauhnächte. Aber man kann nicht zeitig genug anfangen und ich möchte gerne mit euch ein Journal dafür bauen. Wer also Interesse hatte an den Rauhnächten dieses Jahr, ich werde auch gleich erklären, was das genau ist, während ich hier ein bisschen rumbastel. Ich mache heute ein Masterboard. Also wer noch nicht weiß, was das ist, der bleibt gerne dran. Die anderen, die mögen vielleicht zuhören, ein bisschen nebenbei oder wie auch immer. Das ist jetzt hier kein großes Tutorial mit, ich bringe dir was ganz Tolles Neues bei, sondern altbewährtes, neu aufgemixt. Und zwar, ja, dieses Rauhnächte-Album, das möchte ich mit dir zusammen bauen und ich weiß noch nicht genau, wie ich das gestalten werde. Ein Teil werde ich eventuell off-cam machen. Ich weiß es noch nicht. Was ich auf jeden Fall, ich denke mal, ich werde vielleicht ein Grundgerüst irgendwie bauen, dir zeigen, weil worum es mir eigentlich geht, sind die Sachen, die dort rein sollen. Da soll eher so der Fokus drauf liegen, was kommt in so ein Rauhnächte-Album bei mir rein. Natürlich kannst du es komplett abwandeln, du kannst es auf deine Art und Weise machen. Deswegen, ich werde dir gleich ein bisschen mehr was dazu sagen, was das eigentlich überhaupt ist, wenn du davon noch nie was gehört hast. Ich bin nicht der Rauhnächte-Experte. Da gibt es sicherlich viel bessere Kanäle, die sich genau nur mit diesem Thema befassen auch. Also, oder beziehungsweise mit so ja, ganz jahresspirituellen Sachen und vor allem mit den Rauhnächten. Ich werde einen Kanal, den ich dafür auch nutzen werde. Ich habe den letztes Jahr gefunden und der hat das begleitet. Also diese Videos gibt es noch, die kann man sich jetzt schon quasi anschauen. Und da kann man noch ein bisschen tiefer in die Materie reingehen und dann dementsprechend könnt ihr dann euer Album gestalten, was wir dann Ende des Jahres benutzen werden. Ich habe noch keine Ahnung, also ich habe mir schon grob überlegt, dass ich euch vielleicht in das ein oder andere Ritual bei mir mit reinnehme einfach. Nur als so, ja, kurzes Video zwischen den Feiertagen in dieser Zeit, da möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel Content machen, weil das soll, ich möchte die Rauhnächte diesmal richtig machen. Und dazu gehört halt eben auch innehalten und entspannen und ein bisschen zur Ruhe kommen, ja. Und deswegen wird es auch eine Weihnachtspause geben mit den Videos. Da werde ich dann höchstens Kleinigkeiten mal mit euch teilen, aber keine großen Bastelgeschichten. So, das schon mal das, ja. Ich muss gerade überlegen, ich habe mir jetzt nicht ganz so viel aufgeschrieben. Also es gibt ja noch das Portbonheur, in dem ich noch arbeite, mein Buch, wo ich immer Seiten gestalte. Das wird auch immer mal peu à peu wieder auftauchen. Die Serie wird sich irgendwann nächstes Jahr dann auch zu Ende füllen, wenn wir dann alle Signaturen quasi, also alle Blätter voll haben. Das ist ja jetzt aber nichts, das ist einfach nur, eigentlich genau genommen ist das ein Lückenfüller jetzt mittlerweile geworden für mich, weil ich habe schon wieder, das ist halt so bei Scannern, ne? Ständig permanent neue Ideen und ja, und nie was zu Ende machen, ne? Aber ich habe mir ja vorgenommen, ich will dieses Album unbedingt zu Ende machen. So, dann für das Vintage Roses wird es wahrscheinlich dann, ich muss überlegen, ob ich dafür noch irgendwas machen wollte. Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Also wenn das so ist und du noch auf ein Video wartest, bitte unten in den Kommentaren hinschreiben, was ich noch dafür basteln wollte, denn ich habe gerade ein Loch im Kopf. Also sollte da noch was sein. Ansonsten ist das soweit fertig. Und dann finden ja jetzt wieder die Lives statt mit der lieben Ines und meine Solo-Lives. Und in den Lives mit Ines werden wir wieder Journals bauen gemeinsam. Und da nehmen wir euch gerne mit. Jeden Abend dann einen Teil. Und ja, das heißt also, ich werde viel bauen nebenbei. Und worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Keine Ahnung, dass dieses
Ja, ich fange am besten schon mal an, ein bisschen was rumzubasteln, damit du ein bisschen was auch zu gucken hast. Und ja, ein Masterboard, genau darum soll es heute gehen. Und wir sprechen ein bisschen über diese Rauhnächte. Also, Rauhnächte, was ist das überhaupt? Also, es war früher wohl so, dass man in der Zeit so um Weihnachten rum, da ist man halt viel zu Hause gewesen, man hat ja auch nicht viel gemacht. Und da haben sich halt, ja, wie das so früher war, Aberglaube, ne, Bräuche, Rituale und so ein Krimskrams, haben sich da irgendwie diese Rauhnächte entwickelt. Ich habe mich da jetzt nicht mit der Geschichte wirklich befasst, weil ist mir auch relativ Latte, wie das dazu kam. Wichtig ist, dass es jetzt so ist. Und die beginnen am 25. Dezember bis zum 6. Januar gehen die. Also die Nacht ist das, glaube ich, von dem 25. Dezember auf den 26. Und so geht das weiter. Insgesamt sind es 12 Rauhnächte. Es gibt aber auch Leute, die fangen, glaube ich, schon am 24. oder am 21. an. Also es gibt da so viele extra Würste, deswegen werde ich das heute nur so grob ja, die umreißen, wie ich das selber mache, wie ich das für mich interpretiere und was ich damit mache, um da irgendwie ja eine klare Linie lang reinzubekommen. Weil oft ist es so bei solchen Sachen, da gibt es dann tausend Regeln und warum mache ich das überhaupt? Bin ich abergläubisch? Nein, überhaupt gar nicht. Aber es ist einfach, dieser Sinn dahinter gefällt mir gut, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man bestimmte Rituale macht, dass man vor allem räuchert, deswegen Rauhnächte. Also man räuchert viel in seiner Bude, so ein bisschen zum Klären, Reinigen und so weiter. Alles, was alt ist, kann auch im alten Jahr bleiben und man möchte halt frisch ins neue Jahr starten. Und das möchte ich einfach für mich machen. Letztes Jahr habe ich einen Teil davon gemacht. Also ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber ich habe das nicht komplett alle Rituale gemacht und so. Und dieses Jahr möchte ich das gerne machen. Und diesmal bin ich auch besser vorbereitet, denn es ist ja erst September. Das heißt also, es ist noch jede Menge Zeit, das in Ruhe vorzubereiten, dass ich ein vernünftiges Buch dafür habe, wo ich das reintue. Ich möchte mir das nämlich auch schön machen. Das soll mir Spaß machen. Und ja, ich finde das ganz toll und deswegen mache ich das. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, machst du mit. Wenn nicht, dann lässt es bleiben. Ganz einfach. So, ich schnipsel jetzt hier einmal ein bisschen Papier. Ich habe mir hier Verschiedenes schon hingelegt. Einmal Buchpapier, was ich so ein bisschen collageartig hier aufbasteln werde. Und ich werde dir dieses Masterboard, wie immer, denke ich, das mache ich eigentlich ganz gerne, werde ich dir mal einscannen und auf meiner Website als Freebie zur Verfügung stellen, wenn du möchtest. Warum denn nicht? Und ja, also es läuft so, dass diese 12 Rauhnächte, die werden quasi zelebriert. Und zwar ist es so, dass diese Rauhnächte dienen ja dem, alles, wie gesagt, im alten Jahr zu lassen, was dort bleiben kann. Mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, vor allem auch zu räuchern, seine Bude sauber zu machen und so. Naturkräfte zu tanken, zu entspannen. Und was man da auch dann noch als Ritual macht, zum Beispiel, ist ein Traumtagebuch führen und man kann Wünsche manifestieren. Und da gibt es zum Beispiel so etwas, dass man sich 12 Wünsche aufschreibt, beziehungsweise 13, und in jeder Rauhnacht verbrennt man dann einen Wunsch. Also man packt das alles in eine Schatulle, mischt das durch, ja, also so, man schreibt es auf und dann macht man das Dings und das machen wir vielleicht mal zusammen. Und dann verbrennt man in jeder Rauhnacht einen Wunsch, und dieses Verbrennen, wenn das dann so rauchmäßig aufsteigt, soll dieser Wunsch ans Universum übergeben werden. Das bedeutet, dass dir das Universum quasi diesen Wunsch in irgendeiner Art erfüllen soll. Und dann ist es so, dass jede Rauhnacht steht für einen Monat. Das heißt also, die erste Rauhnacht ist für den Januar, die zweite Rauhnacht für den Februar und so weiter. Und auch für diese Nächte ist es so, dass man sich dann ein Traumtagebuch auch führt. Und deswegen baue ich ja ein Journal, weil ich möchte das nachher alles in einem Journal drin haben. Und das, was man noch weiß vom Traum, wenn man was weiß, also kein Stress, es soll kein Stress entstehen, ne? Nicht, dass du das denkst. Wie gesagt, ein paar Sachen, denke ich, werde ich euch mitnehmen, so in meine eigenen Rauhnächte, um euch das einmalig mal zu zeigen. Dann könnt ihr das jedes Jahr auch wieder abrufen und dann, ja, machen wir das einfach mal zusammen. So, und was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich quassel mich schon wieder um Kopf und Kragen hier. Bin überhaupt nicht konzentriert. Ja, es ist alles ein bisschen wuschig. Ich bin aus der Nachtschicht, ich habe echt wenig geschlafen. Und es ist Gott sei Dank jetzt meine letzte Nacht heute Abend. Ja, dann kann ich mich wieder den schönen Dingen des Lebens widmen und nicht der Krankheiten. Muss ja auch mal sein, ne? So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Buntpapier. Ich werde mir das tatsächlich in Streifen machen. Das ist also so Scrapbook-Papier aus dem, ich glaube, das ist aus dem Action oder so. Habe ich irgendwann mal gekauft. Da gab es ja diese, hier, solche Blöcke. Vielleicht kennst du die, ne? Werbung ohne Auftrag, weißt du ja. Nur falls du dich fragst, wo ich das her habe. Das ist jetzt nichts Spezielles.
Ich finde diese Größe eigentlich ganz toll von diesen Blöckchen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und die kann man super als Collage Untergrund nehmen oder sowas. Ne? Hier sind manchmal auch hier, guck mal, so schöne Fotos drin. Ne? Eigentlich nicht schlecht. Und ja, das in der Collage dann einfach noch mit zu verwursteln, damit das so ein bisschen einfarbig wird. Ich werde mich jetzt hier so ein bisschen an Grün und Rosa halten. Achso, warte mal, ich habe jetzt über die Träume erst geredet, ne? Ich würde das noch gerade zu Ende. Genau, das Traumtagebuch, also man schreibt jeden Morgen auf, was man so geträumt hat und dann, ja, irgendwas macht man dann damit. Was war das nochmal? Ich glaube, da gibt es auch so Interpretationsdinger, wo man dann nachlesen kann, was das bedeuten kann oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, ist das dann auch dem Monat immer dann zugeordnet, je nachdem, in welcher Rauhnacht man dann was träumt und so weiter. Und genau, Wünsche erfüllen, das noch gerade zu Ende. Diese 12 Wünsche, die schickt man ja jede Nacht dann eben ins Universum und man übergibt das quasi. Man gibt die Kontrolle darüber ab. Man liest auch vorher nicht mehr, was auf den Zetteln stand. So wie man sie zusammengeknüllt hat, verbrennt man sie eben draußen, damit es schön in die Luft gehen kann. Und der 13. Wunsch, den man sich aufgeschrieben hat, den darf man dann am Ende öffnen und den darf man sich selber erfüllen. Also das ist dann quasi deine Aufgabe. Ne? Du gibst Aufgaben ab an das Universum und dann hast du auch noch deine eigene Aufgabe. Und das ist dann halt eben der 13. Wunsch. So, beim Papierreißen, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, wenn du das Papier so rumreißt, dann siehst du, wie die Kante entsteht. Du kannst es aber auch anders rumreißen, wenn du willst, dass die Kante auf der anderen Seite entsteht. Ja? Je nachdem, wie du das Papier, wenn du jetzt so einseitig gedingstes Papier hast, dann geht das ganz gut. Und das Schöne ist, man kann diese Ecken dann ganz toll inken. Also ist überhaupt nicht schlimm, sondern sogar gewollt. Muss ich gerade wieder überlegen, wie war das nochmal? Nee, andersrum, genau so rum. Also zu dir hin bedeutet, du machst das was. Ja, das klappt natürlich super, immer wenn ich es dann zeigen will. Ne? Man muss ein bisschen, ich glaub, ein bisschen schneller damit sein. Egal, also ich mache mir jetzt hier grob einfach nur so ein paar Schnipselinos. Damit das dann gleich hier ein schönes Masterboard wird. Was ein Masterboard ist, kann ich ja vielleicht auch gerade noch erzählen. Und zwar machst du dir im Prinzip eine Collage. Gut ist, wenn du da irgendwie so entweder ein Farbschema drin hast oder ein Themenschema oder sowas. Und dann nachher hast du das als flaches Teil. Man könnte das nachher auch vielleicht noch ein bisschen durchsichtigen, einfach mit Kleister oder so einkleistern, damit das alles gleich eben ist so ein bisschen. Und dann schnippelt man sich Teile daraus, zum Beispiel ein Tag oder eine Pocket, die man daraus baut. Also, dass in einem Journal von dem Masterboard mehrere Teile vorkommen, die den gleichen Stil haben. Ja, also die, weil die Collage ist ja dann so ein Brei, ne? Weißt du, wie ich meine? Und ja, eine ganz coole Sache. Wenn man sich das einscannt und ausdruckt, hat man auch, ja, eigentlich selbstgemachtes digitales Papier. Das ist auch immer ganz toll. Das kann man dann auch öfter mal ausdrucken, wenn man das ein bisschen neutraler macht. Vielleicht auch einfach nur so farbiger, weniger Thema, sondern mehr so nach Farbstimmung. Ja, ist vielleicht nicht so die schlechteste, die so. Und diese Schnipsels, die werde ich jetzt hier gleich erstmal gucken, ob ich die aufklebe. Ich wollte aber eigentlich noch das Papier tatsächlich vorher noch bearbeiten. Ja, jetzt kriege ich gleich die Schnipsel dann nicht mehr richtig. Ah, weißt du, was ich mache? Kleiner Trick am Rande. Und zwar werde ich mir das, so wie ich mir das hier draufgelegt habe, damit ich das nachher noch weiß, einfach zur Seite schieben und ich werde mir ein neues Blatt Papier nehmen, wo ich das dann, was ich jetzt noch drunter packen wollte, erst mache und dann nehme ich peu à peu die Schichten, so wie ich mir das gedacht habe, rüber. Ja, also ich lege es mir einmal quasi quer und dann nehme ich mir ein neues Blatt und mache das. Ich muss nur gerade ein Blatt holen. So. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Naturpapier. Das ist ein bisschen dicker als normales Kopierpapier, weil das wird ja noch eingekleistert und sowas. Und das wird alles ein bisschen dicker und dann soll das nicht ganz so dünn sein, das Papier. So, und als erstes werde ich wohl eine Stempelunterlage machen und ein bisschen mit Schablonen arbeiten, damit ich so ein Grundgerüst habe drunter. Da muss ich nur gerade einmal gucken. Ach so, genau, zu den Farben wollte ich ja sagen. Ich werde jetzt so ein bisschen eher was so mit ein bisschen Grün und Rot werden so meine Hauptsachen sein. Das ist einmal so um Weihnachten rum. Das sind ja so die Farben typisch für Weihnachten. Aber ich möchte schon eher so in Richtung Vintage gestalten und vor allem Pflanzen mit aufnehmen. Denn warum ich das jetzt ja jetzt schon anspreche mit den Rauhnächten, ist ja die Sache, dass ich mit euch dann auch diese Inhalte basteln möchte. Und das Buch ist quasi Nebensache. Wie man Bücher macht, dazu habe ich eine ganze Playlist. Wie man verschiedene Bücher basteln kann. Das heißt, du kannst dann mit deinem eigenen Design die Bücher einfach nachbauen. Und ich nehme an, ich werde das, glaube ich, doch so machen, dass ich ein Buch eventuell off mache. Vielleicht nur
ein, zwei Teile dann zeige, wie ich da was zusammenstelle oder sowas. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Was mir wichtig ist, ist halt eben die Ephemeras, die dann da reinkommen. Und die möchte ich mit euch zusammen machen. Und ja, einmal das Masterboard, das soll sich dort dann wiederholen. Ich denke, ich werde es eventuell sogar als einfache Seite nehmen. Ich werde es mir einscannen und dann werde ich es mir ausdrucken. Das wird dann eine Seite sein, wo ich dann eventuell Pockets drauf baue oder so. Also ich weiß es noch nicht, ob ich, und vielleicht mache ich dann noch einzelne Teile davon und eine Seite oder mehrere Seiten, die dann den gleichen Stil haben. Das, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Also soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. So, genau, jetzt wollte ich einmal gucken, vielleicht einen größeren Stempel, vielleicht irgendwie was. Ja, hier, das ist doch super. Das passt ganz gut. Und zwar habe ich ja hier diesen einen Stempel, der ist so ein bisschen größer, nur mit Schrift. Den finde ich ganz gut. Das ist immer eine schöne Unterlage. So, Schriften sind sowieso gute Unterlagen. Ich gerade einmal gucken, dass ich mir einmal hier dieses Ding raushole. Oh Gott, hier fällt schon alles wieder auseinander. Ja, mit Washi könnte ich auch mal arbeiten. Ich habe schon lange kein Washi mehr benutzt. Also, dann machen wir das mal hier fest. Dann wollen wir mal ein bisschen... Tipp aus der Community, ne? Stempel umdrehen und dann mit dem Stempelkissen drauf von einer Stempelspezialistin. Jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Wenn sie guckt, wird sie wissen, wer gemeint ist. Nämlich eine ausführliche Mail bekommen zu diesem Thema, wie man sich das Stempeln erleichtern kann. Ich glaube, ich muss ein paar Tipps dann hier mal mit euch teilen, die ich bekommen habe. Also das ist schon mal das Erste. Stempel umdrehen und dann mit Dings drauf. Dann hat man auch nicht diese hässlichen Ecken, die sich manchmal bilden, wenn man dann drauf geht. Kennst du das? Wenn du dann auf deinem Stempelblock oder so dann auch Tinte hast. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das hier ein bisschen positionieren fein. Ja, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Muss dann auch gleich ein bisschen antrocknen. Gucken wir mal. So, und das benutze ich jetzt hier ein paar Mal. Dazu dann meine Stempelunterlage, einfach nur so ein altes Brett. Also es ist kein Brett, sondern hier von so einem College-Block, ne? Das hinterste Stück. Das benutze ich dann zum Stempeln und für Gilding, Wax und all so ein Krimskrams. So, und da drücke ich jetzt einfach die Reste ab, damit ich nicht meinen Tisch versaue, ne? So, das geht eigentlich ganz gut. So, ich werde wahrscheinlich das meiste davon gleich wieder überkleben. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das, was rauslugt, lugt raus. Und ich meine, es stört ja den Stempel nicht, wenn er öfter abgedrückt wird. Das kostet ja nicht jedes Mal Geld. Also von daher ist das Latte. Aber ich fände es ganz schön, wenn es dann drunter schimmert. So, was ich jetzt auch machen werde, ist ein bisschen einfärben. Das muss ich hier einmal gerade zur Seite machen. Das muss da drauf bleiben. Jetzt muss ich einmal gucken. Ja, also von den Dings habe ich echt schöne Sachen. So, genau. Ach so, warum es so ein bisschen mehr auch ins Grüne geht, ist auch der Grund, weil es geht ja hier ums Räuchern. Das heißt Räucherwerk und das hat auch was mit Pflanzen zu tun. Deswegen habe ich mir nämlich hier schon mal das Set rausgesucht. Hier zum Beispiel Salbei, das ist eins der meist geräucherten Dinge, glaube ich, weil das ist so eine Grundreinigung. Es gibt viele Leute, die tatsächlich im Urlaubsort sogar Salbei dabei haben, um das zu räuchern, die Räume, dass die frei sind von schlechten Energien und sowas. Ich bin noch unentschlossen, wie soll ich das sagen? Ich glaube schon, dass das was bringt. Und sei es nur psychische Natur, Placebo-Effekt. Nein, so ein bisschen glaube ich ja schon dran. Ne? So, und jetzt mache ich jetzt auch überall hier so ein bisschen Salbei hin. Die Stempel, falls jemand fragt, Werbung ohne Auftrag, Herzgeschichte ist, die sind von Ines aus dem Shop. Die habe ich echt schon lange. Doch, die habe ich echt schon echt ewig. So, jetzt muss ich gerade einmal gucken. Ich wollte hier einmal gerade mal mit dem Dings noch drauf, mit dem Tuch, das ein bisschen abnehmen. Die Farbe. So, und dann ist hier irgendwo steht hier noch Salbei. Und das stempel ich da jetzt auch mal noch hin. So, finde ich voll schön. Die anderen Schriften kann man natürlich dann auch noch stempeln. Im Prinzip reicht ja auch schon so eine Collage mit Stempeln, ne? Um was Schönes zu haben. Also eigentlich ist das auch ein schönes Masterboard. Ja. So, dann gucke ich mal, was könnte ich denn noch nehmen? Ich bin gerade am Überlegen. Also man hat verschiedenstes Räucherwerk. Habe ich das zufällig hier noch rumfliegen oder ist das oben? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nicht oben habe oder habe ich das irgendwann mal hier runtergebracht. Weil dann könnten wir nämlich gerade zusammen reingucken. Nee, muss ich dann im nächsten Video machen.
Ich weiß nicht, wo ich mein Räucherwerk habe. Ich hatte irgendwo eine Dose, da habe ich das alles drin. Ich dachte, ich hätte das runtergebracht. Aber da ist es nirgendwo, da auch nicht. Nee, ich muss es suchen. Und wenn ich es gefunden habe, also das nächste Mal sprechen wir über Räucherwerk und so ein Kram. Das ist doch eigentlich eine schöne Idee. Und weißt du was? Ich mache trotzdem irgendwelche Pflanzen. Ist ja auch egal, ob man die räuchert oder nicht am Ende. Natur ist Natur. Da kann man ja ruhig noch ein bisschen mehr Natur stempeln hier, finde ich. Oder? Kann man doch mal machen. So, dann haben wir hier noch so. Das sieht auch schön aus. Oh, Moment, Stempelkissen. So, dann machen wir das mal hier schön fein. So, guck mal, es sieht doch voll gut aus. Einfach mal ein paar Pflanzen darüber. Wie gesagt, es soll ja nur ein Untergrund werden. Spielt auch keine Rolle, was ich dann nachher alles überdecke. So, und ich denke, bevor einer schreit, das reicht, höre ich mal auf. So. So. Collagen sind ja sowieso mein Ding, deswegen passt das alles auch sowieso ganz fein. Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Ich hatte hier doch noch eventuell. Vielleicht mache ich doch noch was drauf. Muss man gerade einmal gucken. Genau, ich wollte nämlich auch noch ein paar. Hier so ein paar von den. Ich habe hier noch so ein bisschen was. Nee. Ja. Hier. Und zwar so ein bisschen Texturen verschiedene. Einfach nur so. Die habe ich auch noch nicht abgestempelt. Muss ja auch mal sein, ne? Das sind jetzt einfach nur so verschiedenste Texturen, die da drauf kommen. Falls jemand nach diesem Stempelset fragt, habe ich durch Zufall auf eBay tatsächlich ergattert, gebraucht, weil das gibt es nicht mehr. Das ist von hier. Stampin' Up! Timeless Texture und das ist schon von, ich weiß nicht, 2006 oder so. Das ist ein uraltes Set. Ich habe das irgendwo mal gesehen und dann habe ich echt ewig danach gesucht und dann plötzlich habe ich es gefunden und habe zugeschlagen. Bin ich auch ganz happy drüber, weil die total cool sind. Ich mag ja solche Textursachen total gerne. Sind ein schöner Untergrund, Hintergrund, wie auch immer. Wollte ich nicht aufhören? Mega geil. Das sieht doch total cool aus, oder? Ja, die will ich jetzt aber unbedingt auch ausprobieren hier. So, dann machen wir hier noch. Das ist so ein bisschen. Das ist super geil. Super geil. Das ist so Edeka. Ich schwör's. Mega. Gefällt mir gut. So. Ich vermisse ja ein bisschen diese Werbung, ne? Dieses super geil. Der Typ in der Badewanne mit der Milch, das war so cool. So, genau. Dann wollen wir das mal wieder zurückpacken. Ach, guck mal. Hier ist ja auch noch ein bisschen Dingsbums. Hier, Pünktchen. Pünktchen gibt es übrigens, falls jemand Pünktchen sucht, die gibt es auch. Aktuell gibt es eine Pünktchen, so eine hier, Kleckse-Kollektion bei Album. Ihr wisst ja. Album Handmade Love, ja, heißt die so? Findet ihr bei Etsy, findet ihr auf Instagram. Und die verkauft, ich glaube, die sind ursprünglich von May und Barry oder wie die heißen. Das sind Mädels aus Bonn, die machen Aquarell und so. Und die haben auch ein Stempelset auch mit Klecksen. Das habe ich aber auch direkt bei May und Barry, beziehungsweise bei, ich glaube, Top Kreativ oder so. Wo habe ich das gekauft? In irgendeinem Kreativladen hier, sowas. Das ist einer von diesen Stempeln. Das sind so Kleckse, finde ich ganz witzig. So, Werbung ohne Auftrag, wisst ihr ja. Hier, genau, und das ist der andere. Also einmal dieser hier und einmal dieser. Und dann gibt es hier noch so kleine. Also Kleckse finde ich sowieso immer cool, ne? Genau. Und den kann man, müsst ihr mal online gucken. Ich weiß nicht mehr, wo ich den bestellt habe. Die sind auf jeden Fall bei, ich glaube, allen Kreativläden kann man die kaufen. Also hier die ganz normalen, stinknormalen. Wo bestellt ihr denn Kreativsachen sonst? Wie heißt das denn? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die gibt es sogar bei Top Kreativ, von den Büchern in diesem, wie heißt das nochmal, in diesem Verlag da. Also ich muss nebenbei hier auf meinem PC gucken. Ah, schön, fertig. Ich bin nämlich dabei, gerade noch ein Designpapier noch zu
zu vergrößern, weil das mal so klein erstellen, da muss ich das nochmal neu berechnen, um es zu vergrößern, damit man es vernünftig ausdrucken kann nachher. Ich bin nämlich nebenbei schon an der Winterkollektion. Der Herbst wird wahrscheinlich eher so im digitalen Raum stattfinden, weil ich das nächste Shop-Update übrigens auch ein bisschen später mache, also erst im Oktober. Der September ist jetzt erstmal den Workshops gewidmet und ein bisschen hier Content auf YouTube und neuen Ideen, die ich dann so ein bisschen konkretisieren möchte, auch für nächstes Jahr. Und ja, wir werden ja, wie gesagt, noch das Journal basteln und so weiter. Und deswegen werde ich das nächste Shop-Update im Oktober machen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich dann im November verschicken kann, dann sollte alles vor Weihnachten noch bei euch ankommen. Und das wäre mir eben wichtig, dass ich dann nicht erst im Dezember verschicke, wenn die Post völlig am Durchknallen ist. Das ist mir zu tricky, also zu heikel. Ich möchte, dass ihr eure Sachen auf jeden Fall vor Weihnachten dann bekommt. Und deswegen werden wir, also wird das Shop-Update für Weihnachten auch, für so Wintersachen und so, wird auch schon im Oktober stattfinden. Nur falls sich das jemand jetzt gerade gefragt hat. Ihr sollt ja auch Zeit haben, damit basteln schon zu können. Also damit schon basteln zu können, so bevor Weihnachten ist, nicht? Ist immer so ein bisschen. Ja, ich bin dieses Jahr ein bisschen spät dran, wie ich finde. Obwohl ich eigentlich schon früher angefangen habe mit diesen Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Aber nee, das ist Kacke. Ich bin gerade am Überlegen. Ich möchte gerne Schablonen nutzen. Aber ich überlege gerade, was denn passen würde, so zu Rauhnächten. Oh Mann, ey, wie gesagt, bei 30 Grad über Rauhnächte nachzudenken, ist ja auch nicht unbedingt das Einfachste. Muss man mal ein bisschen gucken. Also man hat ja Pflanzen, man hat Räucherware, man hat ein bisschen, habe ich sowas wie Mond und Sternzeichen-Sachen? Irgendwie sowas so ein bisschen mystischer. Ich muss gerade überlegen, habe ich sowas? Habt ihr sowas? Ihr habt bestimmt sowas, ne? Jetzt kommt doch auch, also ich meine, hier, die liebe Ines, die hat auch ein Papierset gemacht, hier auch mit so einem Mystery. Meins wird ja eher in Richtung Hexen und Mond und so ein Kram gehen, aber ich weiß, dass sie auch welches hat mit so mystischem Forest oder Mystic Forest oder so heißt das. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Müsste gucken. Auf jeden Fall sind da so Füchse drauf und so. Und Eulen, glaube ich. Also, schönes Papier. Und das würde sich ja natürlich auch gut machen als Rauhnachtpapier. So. Ich möchte aber was Spezielles für Rauhnächte machen. Mal gucken, ob ich das geschissen kriege. Ob es das dann als richtiges Papier geben wird, weiß ich auch noch nicht. Was suche ich jetzt eigentlich? Ach ja, die Schablonen. Ich muss echt überlegen. Schablonen. Irgendwas, sowas habe ich, glaube ich. Eine, also mindestens eine Sache werde ich doch wohl haben. Sowas Mystisches. Ja, Weihnachten Sterne habe ich. Super. Das, ja, könnte ich im Notfall auch nehmen. Ein bisschen Weihnachtskram hier. Feen, na, Feen eventuell könnten passen. Sonst vielleicht doch lieber was Neutraleres, einfach so ein bisschen Pflanzen. Ja, Pflanzen gehen auch. Sterne. 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 Habe ich denn nicht irgendwann mal was Mystisches gehabt? Oder wollte ich mir das bloß irgendwann mal bestellen und habe es nie getan? Das könnte natürlich auch sein. Weil im Normalfall habe ich ja meistens immer nur so Blumen und so ein Kram. So. Nee, das sind Rosen. Federn. Nee, hab ich echt nicht, wa? Kompass. Ja, so wie es aussieht, hat Agnes überhaupt nichts Mystisches hier. Das geht doch so nicht. Muss ich mir selber was machen, wa? Apropos selber machen. Es gibt ja Schablonen. Die man beplotten kann, also die man selber ausschneiden kann. Oder auch mit dem Cutter oder so. Also ihr könnt euch Schablonen auch selber machen. Die gibt's zu kaufen. Das ist dann immer so ein A4-Blatt und dann kann man da selber Sachen machen. Ja, frag mich mal, was habe ich denn hier? Hier sind so auch eher Pflanzensachen, ne? Das sind Blumen. Auch Blumen. Ja, ich stehe halt auf Blumen, ne? Ach, ich habe keine Ahnung, ey. Ich bin jetzt gerade überfordert mal wieder. Vielleicht mache ich auch irgendwas Mandala-mäßiges. Das wäre doch eigentlich am. Vielleicht ist Mandala am besten. Ich weiß es nicht. Ich wollte was Großflächiges haben. Ja.
Ich glaube, ich mache sowas hier. Mann, da, oh, jetzt ist mir meine ganze Collage weggeflogen. Na prima. Das hat ja. Okay, was auch immer. Ja, ich werde das jetzt hier. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, ich werde das ganz leicht machen. Und zwar mit so einem Rosa. Und ich muss mal gerade gucken, was für ein Grün ich hier vielleicht noch habe. Weathered Wood ist vielleicht nicht schlecht. Lavendel ist auch nicht schlecht. Ah, hier. Das ist gut. Sage und Victorian Velvet, glaube ich. Das ist eine schöne Kombi. Das ist eine schöne Unterlage. So machen wir das jetzt. So, dafür nehme ich mir einmal meinen kleinen Grün. Werbung ohne Auftrag, wisst ihr. Ich habe mir das alles selber gekauft. So, und dann, upsi. Shit. So, dann machen wir hier einmal das Grünzeug, so ein bisschen mit dem Grün. Ich weiß, also wie gesagt, man wird da später nicht so viel davon sehen, aber das ist nicht ganz so schlimm. So, und die Blümchen mache ich gleich einmal mit dem Rosa. So ein bisschen, habe ich mir gedacht. Und einfach die ganze Schablone hier ein bisschen verteilt. So, hier ist auch noch ein bisschen Grün. Können wir ein bisschen machen. So, gucken wir mal. Ja, das ist okay. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Was sagst du? Das ist doch ganz gut. Du kannst dir, ach so, wenn wir schon mal bei Schablonen sind, du musst, also, auch ein schönes Ding. Ich denke, das wird auch eventuell Thema des nächsten Podcasts sein. Da geht es nämlich darum, was ist ein Junk Journal eigentlich, beziehungsweise ist das hier noch Junk, was ich hier mache? Ja, darüber werde ich ein bisschen weiterreden und deswegen werde ich dir jetzt auch einmal mit an die Hand geben. Du kannst dir auch Schablonen ausschneiden aus Papier. Du musst jetzt keine Kunststoffdinger haben. Oder wie gesagt, du kannst auch Overhead-Folie nehmen und dort zum Beispiel Sachen reinstanzen. Ja, sowas zum Beispiel. Oder theoretisch kannst du das natürlich auch mit Pappe machen, mit dünner Pappe. Nimmst dir einfach hier so ein unliebsames altes Pappeteil, was du nicht leiden kannst. Also ein bisschen so Scrapbook-Papier, was du nicht leiden kannst. Dann stanzt du dir damit deine stanzen Sachen aus oder schneidest sie dir aus. Und dann benutzt du das als Schablone. Das geht natürlich auch. Also du musst hier nichts Gekauftes haben. Ne? Man kann auch alles selber machen. Wäre jetzt halt so eine Idee eventuell, dass ich vielleicht mal im nächsten Jahr ein bisschen mehr so dieses selber aus Junk, ohne dass man groß fancy Stuff kaufen muss. Wenn das also in eurem Sinne ist, dann mache ich das gerne auch so zwischendurch aus mehr so alternativen Dingen, die man nehmen kann, anstatt das Gekaufte. Spricht ja nichts gegen, nicht? Das ist ja auch eigentlich die Idee, dass man das Gebrauchte auch benutzt. So, aber jetzt schließe ich das Thema, sonst habe ich nämlich im Podcast nichts mehr zu erzählen. Ne? Das ist ja, da müsst ihr jetzt drauf warten. Ihr müsst euch quasi den nächsten Podcast dann anhören. Pech. Also. Ja, finde ich nicht schlecht. Gut, Blümchen passen jetzt vielleicht nicht ganz so, aber ne? Wir wollen uns ja mit der Natur verbinden. Von daher sage ich jetzt einfach, alles ist erlaubt. Wie immer. Gibt keine Regeln. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Finde ich gut. So, hier noch ein bisschen Rosé. Ich mag die Farben. Ah, mega geil. Also diese hellen Farben, davon habe ich mir jetzt ein paar noch bestellt. Von diesen Dingern, die finde ich echt cool. Also die werde ich jetzt auch öfter benutzen. Definitiv. Vielleicht sollte ich mal noch mal so ein Tipp-Ding machen, was man auch alternativ benutzen kann. So eine kleine Übersicht vielleicht von Dingen, die mir jetzt so alle nebenbei einfallen. Hm? Was hältst du davon? Und zwar sowas wie Schablone und hier Oxides. Muss nicht sein. Du kannst auch zum Beispiel, wenn du altes Make-up hast, so alte Eyeliner, nicht Eyeliner, wie heißt das? Dieses Puder, was man sich da auf die Augen macht. Wie heißt denn das? Lidschatten. Boah, Mann. Ich benutze sowas nicht. Also ich habe sowas auch. Das ist schon, boah, das habe ich mir, glaube ich, mal mit 19 oder so gekauft. Mega lange her. Und das ist noch fast voll. Also ich benutze das eigentlich so gut wie nie. Und ja, wenn man solche Sachen hat oder halt eben irgendwo alte Kosmetik findet oder so, dann kann man natürlich Puder und solche Sachen dann dafür benutzen für sowas. Ne? Also Rouge hat man ja eigentlich immer und auch von den Dings, dann hat man halt noch ein bisschen Glitzer. Alles möglich. So, also ich finde,
Das ist vom Dings her, ist das okay. Was man jetzt noch machen könnte, wäre zum Beispiel das mit Wasser besprühen, weil die Oxide dann ja so ein bisschen verlaufen. Ich überlege, ob ich das überhaupt machen werde, weil dann ist das hier mit Echtzeit so ein bisschen blöd. Weil dann muss das ja ein bisschen trocknen, ne? Machen wir jetzt nicht. Also könntest du jetzt machen, musst du nicht. So, und jetzt werden wir anfangen zu pinseln hier und den Kram hier aufzukleben. So. Das wird wieder ein lustiges Video. Ja, ich liebe das ja manchmal echt, wenn ich so unvorbereitet bin. Wie jetzt. Ich hatte echt Kopf echt voll mit anderen Sachen. Ich glaube, ich mache hier kleinere Schnipsel draus. Ich glaube, das gefällt mir dann doch besser, dass das hier mit in die Collage reingeht, ne? Ich werde es nicht komplett überkleben. Ich finde, das sieht echt gut aus, was ich hier gezaubert habe. So. Ich mag die jetzt echt am liebsten so. Die Videos. Also selber sogar, ne? Also manchmal gucke ich ja meine Videos. Ich weiß, es klingt jetzt total behämmert, aber es ist wirklich so. Ich mag meine Videos. Es klingt verstörend, ich weiß. Man gewöhnt sich ja auch an seine eigene Stimme, ne? Also wenn man selber was aufnimmt. Das hatte ich ja bei dem Podcast. Ich musste ja dann doch mal manchmal ein bisschen reinhören. Was habe ich da eigentlich von Kokolores schon wieder erzählt? Und dann habe ich so reingehört und mir gedacht, ey, ist gar nicht so schlecht, ey. Wenn ich mich nicht kennen würde, würde ich mich auch hören. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, sowas hochzuladen mit gutem Gewissen, dass man es selber auch ertragen kann. Ne? So. Zack, zack, zack. Die Collage mag ich jetzt aber wirklich sehr gerne. Ich freue mich drauf. War eine gute Idee. War eine gute Idee, heute eine Masterboard zu machen. Mega geil. Ich freue mich. Guck mal, selbst das wird sich super cool einreihen. Ich mache das noch ein bisschen kleiner. Und dann werde ich mir noch mein hier den Bimmelbommel nehmen und dann werde ich das auch noch ein bisschen extra einfärben. Wo habe ich das jetzt hingetan? Da. Obwohl, nee, das ist ja, ah, weißt du was, ich mache das gar nicht mit dem Hellen, sondern ich mache da jetzt ein bisschen was Dunkleres mit bei. Mal gerade einmal gucken. Und zwar machen wir doch mal Pine Needle, wird das passen? Eventuell, wir gucken mal. Mehr als voll doof kann es ja nicht werden. Okay, das ist, nee, gefällt mir nicht. Ich werde zum Altbewährten greifen und zwar zu Vintage. Also irgendwie so in Kombi mit, also diese Hintergründe mit dem Bunt finde ich gut, aber die Kanten einfärben finde ich doch nicht ganz so gut. Also wenn ich jetzt so Papierkanten einfärbe, mag ich doch lieber am liebsten dieses auf Alt. Das gefällt mir doch am besten. So, und das ist mir zu groß. Ich werde also kleinere Schnipsel machen, die hier überall ein bisschen verteilen. Mega cool. Ah, das gefällt mir gut. So. Hübsches Masterboard hier. Noch ein bisschen Papier, vielleicht auch ein bisschen inken. Kann man auch. Ist auch nicht schlecht. Kann man dann hier noch so ein bisschen mit einfügen. Muss mal gucken. Nee, ich glaube, das ist fast genug hier, ne? Das kann einmal weg. So. So ein Masterboard eignet sich natürlich perfekt hier als Resteverwertung, ne? Mega. Überhaupt Resteverwertung, das sind doch eigentlich die interessantesten Videos. Wie verwendet man seine Reste? Deswegen werde ich auch im nächsten Video irgendwas Restetechnisches machen. Muss aufpassen, dass ich mir hier nicht gleich in das Zeug hier reinfahre. Was man noch mit diesen Schnipseln, die ich jetzt hier noch übrig haben werde, weil ich mache ja jetzt doch nicht alles voll damit, werde ich daraus noch was machen. So. Ja. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir echt. Ich bin lecker zufrieden. So, und dann werde ich das gleich hier noch ein bisschen mit Washi-Tape fein machen. Vielleicht noch den einen oder anderen Sticker drauf. Mal gucken. So. Sieht gut aus. Sieht gut aus, gut aus. So, was man dann auch noch machen kann, ist, wenn ich das dann nachher, warte mal, ich mache mal erstmal den Deckel drauf und den Pinsel rein, damit hier nichts durcheinander kommt. So, dann wollen wir mal gucken. Ups. Moment, mir fällt gerade jetzt noch was ein. Wo ist mein... So.
war, bevor ich es wieder vergesse. So. Verlinkung Rauhnächte. Kanal. Dann kannst du dir da vorher schon mal ein bisschen reingucken, ne? So, muss mir das. Warte, ich werde mir das hier oben hinlegen, damit ich das direkt gleich, wenn ich es hochlade, dann einmal mache, weil ihr kennt mich, ich vergesse den Kram. Achso, da wollte ich noch sagen, also ich weiß ja, dass ich häufig erzähle, ich verlinke es und dann vergesse ich es. Sagt mir da ruhig Bescheid in den Kommentaren, dann suche ich dann am besten sogar mit dem Zeitstempel, wo es euch aufgefallen ist, dann kann ich da nämlich direkt reingucken und das ganz schnell dann auch verlinken, sonst muss ich selber immer suchen und dann dauert das alles noch viel länger. Ich habe sogar letztens vergessen, ein Freebie hochzuladen tatsächlich. Genau genommen war es noch gar nicht fertig. Also ich hatte von dem Freebie erzählt und es ist euch erst tatsächlich einer einzigen ist es dann aufgefallen. Das Freebie war jetzt wahrscheinlich nicht so beliebt, dass das Freebie gar nicht verlinkt war, beziehungsweise noch gar nicht auf meiner Homepage hochgeladen war. Und ist jetzt aber auch hoffentlich alles auch gemacht, was ich gesagt habe. Also wenn nicht, wie gesagt, sagt es ruhig. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ich die Sachen verlinkt habe, weil manchmal zeigt ihr diese Infobox nämlich oben im Video nicht an. Das ist mir jetzt schon auch ein paar Mal schon aufgefallen. Aber wenn ihr auf die Beschreibung geht und auf mehr, ne, dann habt ihr den ganzen Beschreibetext mit den ganzen Links und so weiter. Und ganz unten, wenn ihr ganz runter scrollt, da ist in jedem Video, bei allen Leuten auf YouTube, sind dort die Verlinkungen nochmal extra aufgeführt. Und dann könnt ihr nämlich auch das Video in Ruhe zu Ende gucken. Dann geht ihr auf mehr, dann scrollt ihr komplett runter und dann seht ihr nämlich, welche Videos da tatsächlich auch verlinkt sind. Das wusste ich vorher auch nicht, dass es diese Funktion jetzt so da gibt, weil die gab es vorher, glaube ich, so nicht. Aber, wie gesagt, kann man jetzt immer noch mal prüfen. Falls das Info zum Direktklicken nicht da ist. Was ich ja sowieso ein bisschen blöd finde eigentlich, diese Infoboxen, weil dann geht man ja immer aus dem aktuellen Video raus und guckt gar nicht zu Ende, beziehungsweise man findet nachher die Verlinkung wieder nicht, ne? Wenn es dann doch mit der Infobox ist, dann muss man wieder auf die Stelle hüpfen, damit man da drauf drücken kann. Vielleicht hat YouTube auch deswegen das angepasst und das so gemacht, dass man bei mehr alle Videos sieht, die tatsächlich auch verlinkt wurden. Das heißt, fällt dir auf, dass ich was von Verlinkung quatsche, ja? Wenn es jetzt nicht unbedingt ein Produkt ist oder sowas, dann geh einmal runter und guck, ob das Video nicht doch da irgendwo mit vermerkt ist. Gut, das wollte ich auch noch loswerden, genau. Jetzt habe ich viele Schnipsel hier, ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wir machen ja mit im nächsten Video einfach weiter mit den ganzen Geschnipsel und Reste und bereiten uns vor für das hübsche Rauhnächte-Journal. Das ist jetzt natürlich wenig mystisch und deswegen überlege ich gerade, was ich da noch hinbasteln kann, damit das so ein bisschen mehr Mystik bekommt. Ich habe etwas kreiert. Das wird es nur digital geben zum Ausschneiden, Fuzzycuts zum Ausschneiden bzw. zum Ausdrucken, weil ich ja erst im Oktober das Shop-Update mache und dann ist es für Halloween-Freunde zu spät, dass ich da noch was machen kann. Jetzt ist natürlich cool. Ich habe ja von Elke hier im letzten 6 Leute Sexy Femra. Was? 6 Leute, 5 Ephemera. Oh, Alter, ich bin schon voll gaga. Habe ich ja so coole selbstgemachte Sticker bekommen. Die können wir ja auch mal zusammen machen. Aber ich hatte mir jetzt gerade überlegt, jetzt hat es das so fein gemacht. Jetzt werde ich die auch benutzen. Haha. Guck mal hier in der Collage, Elke. Ich verewige dich mit hier, mit deinen Stickern. Mega cool, oder? Mega, mega cool. So, ich finde, Sachen müssen auch verbraucht werden, ne? Die man so schön geschenkt kriegt hier. Guck dir das mal an. Sieht das nicht toll aus? Mega cool. Na? So, das war das. Dann könnte ich natürlich noch ein bisschen Rahmen benutzen. Jetzt muss ich nur gucken, wir sind ja in den Rauhnächten. Ich darf jetzt hier nicht zu herbstlich werden, das würde mir dann nachher wieder nicht gefallen. Aber hier sind sie. Hier kommen nämlich noch meine Damen. Und zwar habe ich Halloween-Mädels gemacht, die so ein bisschen hexisch aussehen. Und ich denke, so ein paar kann ich hier doch auch verewigen, oder? Das muss ich nur gerade suchen. Die sind hier irgendwo drunter durchgemixt hier mit den anderen Sachen. Wo habe ich die denn hier? Habe ich die nicht alle auf den Haufen gelegt? Dachte ich eigentlich. Ne, scheinbar nicht. Jetzt sind noch ein paar mehr. Ach, guck mal, ich habe hier noch eine alte Schreibmaschine. Auch witzig. Könnte auch passen. Labels passen eigentlich auch immer.
Und da ich ja die Collage sowieso einscannen werde, könnte man ja eventuell hier... Oh, da sind mir die Stempel runtergefallen. Nicht schlimm. So, man könnte hier zum Beispiel noch sowas machen. So ist doch schick. Ne? So. Ja, also ich sehe schon, ich bräuchte für die Rauhnächte, wie gesagt, werde ich ja ein Papier machen. Da weiß ich jetzt noch nicht. Also ich werde mit Sicherheit einige Elemente mit aufnehmen. Ach, hier sind sie. Ach, da sind sie doch. Hier. So, und zwar wird das mehr violett sein. Also ich habe diese Kollektion, die ist quasi mit mehr so Oktober und dann aber auch so ein bisschen mehr Hexe, ne? Mit Violett. Hier das Violett-Schwarz, das gefällt mir gut. Die mit dem Oktober mehr so orange, die packe ich raus. Das ist mehr so Kürbiszeit. Aber die finde ich cool, die Damen. Und da muss ich jetzt einmal gucken, wie viel ich da überhaupt auf die Collage packe, dass das nicht zu viel wird. Weil man macht ja nachher einzelne Teile daraus. Und da können ja ruhig so ein paar Dinge drin vorkommen, ne? Die man dann einzeln macht. Ich gucke mal, wo ich noch ein bisschen Rahmen habe. Ich glaube, hier müssten auch noch Rahmen drin sein. Mal gerade einmal gucken. Guck mal, das ist doch nett. Das passt ja auch nicht schlecht dahin. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht den schönen Aufkleber hier komplett wegmache. Und wenn ich das nachher einscanne, ist das auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen dicker wird. Das passt dann schon. Eigentlich könnte ich jeder Dame hier so einen Rahmen verpassen, ne? So ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen Textil, irgendwas Textiles mit rein. Dass man so ein bisschen Struktur mehr da drin hat. Ein bisschen. Ich reiß mal hier ein bisschen von dem Handgeschöpften. Könnte ja eigentlich auch mal dann hier so ein bisschen die Ecken rausreißen. So, dann sieht man das nachher auch. Und dann kommt die da drauf. So, dann könnte ich das hier auch noch mal wiederholen. Aber das färbe ich doch ein bisschen ein, ne? Wenn das ein bisschen besser sehen kann. Wie spät ist es denn? Naja, ein bisschen Zeit ist ja noch. So, dann machen wir das noch ein bisschen hier deutlicher und packen das noch hier drüber oder drunter oder hochkant. Ich weiß es noch nicht. Wird vielleicht zu viel? Ich weiß es nicht. Einfach hier und das hier vielleicht so. So. Hier könnte auch noch ein Wort drauf. Ja, ich glaube, das sieht nicht schlecht aus. Der Rahmen ist mir ein bisschen zu groß. Ich glaube, ich würde gerne einen... Habe ich denn überhaupt noch einen hier? Einen etwas kleineren gerne nehmen von den Graspapierdingern. Falls ich noch einen kleineren habe. Ich hatte ja auch... Da sind ja auch Quadrate immer drin. Guck mal, ich habe auch noch so ein Ticket. Das ist aber total fehl am Platz jetzt. Ach, was gibt es denn hier noch? Ein Schmetterlingsflügel. Der passt auch nicht zu den Rauhnächten. Ja, ich bin stimmungsmäßig auch noch nicht so ganz da angekommen, weil, aber nochmal schwarz könnte sich nochmal wiederholen. So, ne? Guck mal. Ne, das ist zu schwarz. Dann machen wir das so rum. Und dann kommt die weiße Dame da drauf. Oder die kleine. Die kleinere. So. Das ist gut. So ist gut. Da den Rahmen. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich damit machen kann. Nachher. Ist ja auch nur so eine kleine Idee, nicht? Ja. Oh, guck mal, ich habe ja hier noch von meinem alten Sticker-Set so Bücher. Können hier eigentlich auch noch mit hin. So ein bisschen wie Hexenbücher. Ich glaube, ich habe doch noch Sticker von Halloween. Aber ich glaube, keine ausgedruckten, nur noch als Plotter-Datei. Ich habe ja mal Halloween-Sticker gemacht, so ganz witzige. Aber eher so ein bisschen kindischer Natur. So, jetzt wollen wir mal hier den Rahmen so ein bisschen machen. Weißt du was, ich lege mir da einfach hier das Ding auf ein Stück Blatt Papier und dann gehe ich damit einfach so drüber. Ich hoffe, das hast du jetzt gesehen, dass das passig war. So, und da kommt dann... Ja, dann machen wir die aber auch ein bisschen auf alt, die Kanten. Das Weiße mag ich ja nicht so gern.
Das sieht ein bisschen besser aus. Und die kriegt auch noch einen kleinen Schuss. Alt. Eine junge, alte Frau hier. So. Ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Dann wollen wir mal ein bisschen kleben. Und dann wird das dann gleich... Ach so, guck mal, das können wir vielleicht auch mal noch so ein bisschen einfärben. Weil das ja so schön rau ist und Textur hat. Dann sieht das eigentlich nicht schlecht aus. Habe ich ja hier auch gemacht, da habe ich es jetzt vergessen. So, und dann wollen wir jetzt... Ach, guck mal, hier ist nämlich noch so eine kleine vom Plotter, noch so eine mini weiße Kante. Die färbe ich jetzt auch noch ein bisschen ein. Wenn du das dann später als Fuzzy Cut hast, du kannst es dir auf Etikettenpapier ausdrucken und die Aufkleber rausschneiden. Aber es geht natürlich auch, dass du dir das auf einem normalen Cardstock oder auf weißem Papier einfach ausdruckst und ausschneidest. Wie gesagt, die wird es nicht als Papierversion geben, sondern nur als digitale. Aber auch 16 Damen rund um das Thema, ja, ich sag mal, Hexen, Halloween, irgendwie sowas, ne? Wie man es mag. So. Dann das hier noch. Ja, die sieht auch ein bisschen interessant aus, weil eigentlich sind das so Pastellfarben und dann hier so Hexen und ja, ist doch auch mal nett. Ne? Das ist mal ein bisschen Stilsprengung hier. Nicht alles immer so gleich. Mal was anderes. Ist auch nett. So. Weißt du was, ich mache das ganze Ding mal ein bisschen kleiner. Das gefällt mir so besser und dann kriegt die nämlich hier auch noch so ein bisschen davon ab. Dann wiederholt sich das wenigstens. Also jedes Element so ein bisschen kann sich hier so ein bisschen wiederholen. Vielleicht schaffe ich es noch, einen zweiten Rahmen zu finden oder einen dritten, vierten, fünften. Irgendwo hatte ich doch noch Rahmen. Komm, hau mal raus hier. Ah, da sind ja noch welche. Ich will gerade gucken. Hier so kleine. Guck mal. Die habe ich jetzt schon aufgeklebt. Aber die hier könnte noch einen bekommen. Oder ich mache einfach hier zwei. Ist ja egal, weil man schnippelt das ja nachher eh auseinander. Passt schon. Ob das wirklich so klug ist mit den ganz vielen Frauen, weiß ich jetzt doch nicht so genau, weil ich überlege nämlich die ganze Zeit, wie ich das nachher aufteile, das Masterboard. Da müsste ich ja jedes Mal so schnippeln, dass man die Frau auch sieht. Also das wäre dann eine größere Pocket oder ein Tag eher. Bellyband, Tag, Pocket. Ja, das mit den Büchern lassen wir vielleicht, ob das nicht zu viel wird. Und wenn ich hier jetzt eine Pocket zum Beispiel draus machen würde, eine größere, oder man könnte das dann nachher auch, das müsste so sein, dass das eine nicht das andere überlappt. Ja, es ist mal ganz gut, wenn man sich doch vielleicht ein oder zwei Gedanken dazu macht. Gar nicht schlecht sein. So, nee, also irgendwie, ich weiß nicht, also der Rahmen sieht irgendwie gut aus, aber das hier ist irgendwie zu viel. Das ist zu dunkel einfach. Und doch noch mal gucken, ob ich nicht noch einen anderen Dings habe. Ich habe hier eigentlich genug Krams irgendwie mal ausgestanzt. Ja, so was Dünneres einfach. Was so ein bisschen einfach nur ein bisschen Struktur gibt. Ja, so zum Beispiel. So ist doch viel cooler. Ja, besser. Besser. So. Genau. Und den Rahmen machen wir hier unten bei der guten. Ne? Guck mal. Dann wiederholt sich das so ein bisschen. Und dann kann man entscheiden, ob man den Rahmen nutzt oder nicht. Finde ich gut. So. Und dann... Oh, Agnes hat den Rahmen kaputt gemacht. Mist. Da war ich wohl ein bisschen zu brutal. Das ist ja doof. Ja, ich bin Grobmotoriker. Hatte ich das schon mal erwähnt? Ja, ne? So, aber hier sind ja noch... Gott sei Dank habe ich ja noch ein bisschen was. Das mache ich jetzt dann doch besser vielleicht mit so einem Pinselchen. Wo ist denn der braune? Da. Geht vielleicht doch ein bisschen besser und ein bisschen zarter. Sanfter. So. Ja. So ist gut. Genau. Und für das dann nehmen wir am besten den Stift. Fahren den so ein bisschen raus und dann kommt das hier so drüber. Bleibt das da auch nur da kleben, wo es soll. Und dann kann man das besser aufkleben, ne? So, zack. Hier noch ein bisschen Rahmen. Ach scheiße, das wollte ich drunter. Das war nicht schlau. Gut. Eins und zwei.
Ach, was man natürlich auch machen kann, das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, wenn ich das jetzt gleich einscanne, dann benutze ich ja auch nur die eingescannten Sachen, weil die schön dünn sind. Und ich habe überlegt, was könnte man aus dem Original machen? Das könnte man natürlich schön einlaminieren, in der Mitte durchschneiden. Also am besten erst durchschneiden, dann einlaminieren und daraus ein Vorne- und Hintercover machen. Wenn man dann zum Beispiel so ein Einband macht mit der Cinch oder wie die heißt, diese Einbandmaschine hier, weißt schon, ne? Also man kann das im Prinzip als Cover nehmen. Oder man kann es einlaminieren und als Journaling-Board nehmen. Und zwar ist ein Journaling-Board, das ist etwas ganz Tolles, weil das kann man dann unter so Seiten legen, die ein bisschen so ein bisschen nicht so eben sind, wenn man was schreiben möchte. Und ansonsten sonst so mit dem Stift verrutscht, kann man das so als Unterlegkarte nehmen. Also weißt, wie ich meine, ne? Also weißt du, was ich meine, oder? Habe ich mich jetzt deutlich aus? Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. So war das hier, ne? So ist gut. Wunderbar. So, dann wollen wir das hier noch drüber machen. Zack, zack, zack. So. Ja, jetzt wird auch noch Party geplant, weil mein Kind wird ja im Januar 18. Und ja, da sind ja auch noch Sachen, die zu bedenken sind. Ich bin deswegen manchmal jetzt noch ein bisschen sehr verwirrt. Durcheinander, wie auch immer. Und versuche alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ja, ist manchmal nicht einfach. Und ich versuche mich ja da tatsächlich ein bisschen auch zu erden. Deswegen auch ein Grund mehr, die Rauhnächte zu machen, um im Dezember wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Ich habe mir auch Urlaub genommen extra, damit ich wirklich einen ruhigen Ausklang habe in diesem Jahr und dann voller frischer Energie ins neue Jahr starten kann, weil da liegen ja doch noch einige Wunschprojekte in meinem Kopf. Jetzt muss ich gerade einmal meinen Jack suchen. Beziehungsweise, hä? Da ist er. Da muss ich noch nicht mal weit gehen. Das ist ja auch schön. Das ist ja mal zur Abwechslung ganz schön. So. Ich möchte die Zeit natürlich auch nutzen, um mir Gedanken zu machen, welches der Projekte, die ich jetzt so toll angesagt habe, ich auch dann wirklich durchziehen möchte. Und weil Ideen habe ich auch, wie gesagt, viele, aber ich fürchte, ich werde auch nicht alle schaffen. Es gibt auch noch eine Idee aus der Community, da müssten wir uns dann vielleicht auch mal nochmal austauschen. Da geht es nämlich um ein gemeinsames Journal, was man baut. Also was wir jetzt bauen, ist natürlich das Rauhnächte-Journal, ist klar. Aber als Projekt für nächstes Jahr so ein... Ja, da ist ja die Idee im Discord von, ich glaube, der Rose. Hat sie mit uns die Idee geteilt, dass man, dass jeder irgendwie parallel ein Journal baut mit für jeden Monat irgendwie Seiten gestalten und so. Das ist aber noch nicht ausgereift, die Idee, weil wir bisher noch nicht gesprochen haben. Also da müssen wir auch mal gucken, dass wir uns, wenn ihr das wirklich vorhabt und ich soll das irgendwie begleiten, dann müssen wir uns da echt gut absprechen, wie wir das machen. Also gerne in den Discord-Server kommen und mit diskutieren, wie wir das denn dann ganz machen möchten, beziehungsweise wie sich das Rose auch vorgestellt hat. Da würde ich gerne nah an ihrer Idee bleiben und vielleicht kann ich das ja dann begleiten. Oder ihr zieht das alleine auf, das ist auch okay, weil ich habe nämlich ein anderes Projekt geplant, was viel mit Collagen zu tun hat und mit Sicherwerden in Collagen und sowas. Das würde ich gerne als nächstes Jahresprojekt so ein bisschen machen. Ja, ob ich das dann auch so schön umgesetzt bekomme, wie ich mir das vorstelle, das weiß ich natürlich noch nicht, ne? Aber das kennt ihr ja schon von mir. Oh, 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 sag ich nur. So, irgendwie... genau, es fehlt jetzt noch was. Und zwar werde ich jetzt Washi kleben. Ich möchte Washi. Und zwar mit Natur. Dafür eignet sich, glaube ich, dieses... Obwohl, hier sind wieder so... das Washi, das ist so mehr Vintage und Röschen. Und Schmetterlinge. Ich weiß, Schmetterlinge gehen immer. Habe ich denn nicht noch ein anderes Washi? Was vielleicht weniger Schmetterlinge hat? Ja, ich habe halt so mystische Sachen. Da habe ich irgendwie nichts. Was natürlich jetzt total cool wäre, wenn man hätte... Ja, aber das ist okay, denke ich. Hier mit dem Grün und so, das ist okay. Das kann man so ein Stück abschneiden. Wäre jetzt, wenn man sowas mit Monden hat, ja, Mond und was so ein bisschen an diese rauen Nächte erinnert oder halt eben mit so Pflanzen, wie eben so Räucherwerkpflanzen. So, und da würde ich jetzt gerne hier noch ein bisschen was beisammen tun, damit das so ein bisschen mehr zusammenhängt. Jetzt muss ich nur gucken, was ich genau wo abschneide.
von den ganzen Dingern, dass man das schön sieht. So. Also das, was ich gerade gesagt habe mit den Collagen und so, ist, ich möchte das gerne wie eine Challenge aufziehen, so eine monatliche, aber wie ich das genau mache, das werde ich euch dann noch mitteilen. Also das steht noch nicht fest, wie ich das genau mache. Weil ich weiß es selber noch nicht. Wie es dann so ist, ne? So, Washi ist ja eher so ein bisschen durchsichtig, ne? Da sieht man ja dann auch etwas noch von der Collage drunter. Das finde ich ja eigentlich so schön am Washi. Und jetzt gucken wir mal, was wir hiervon noch nehmen können. Guck mal, so ein kleiner Krabbelkäfer, das kann nicht schlecht sein. Mit ein bisschen Geschriebsel. Das passt hier schön in die Ecke. Super. So, und ich würde sagen, mein Masterboard ist fertig. Ist bestimmt auch schon wieder eine Stunde rum. Oh shit, ja. In der Tat. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier eine Stunde fülle. Aber passt schon. So, also, das Masterboard, das geht jetzt direkt in den Scanner und wird hochgeladen. Das heißt, du kannst es dir jetzt schon auf meiner Website, kannst du es dir jetzt schon runterladen und ausdrucken. Genau. Ja, würde ich sagen. Ist doch gut, ne? Ja, finden wir. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann am Donnerstag wieder und, nee, stimmt gar nicht. Wir sehen uns vielleicht am Mittwoch wieder. Am Mittwoch um 20.30 Uhr bin ich mit Ines live und wir starten, ja, unsere neue Live-Serie sozusagen. Ne? Wir kommen jetzt einmal im Monat an einem Mittwochabend und Montag passte bei uns leider nicht mehr. Bei uns beiden nicht, war schwierig umzusetzen, deswegen müssen wir es am Mittwoch machen. Es wird immer Aufzeichnungen geben, die ihr euch im Nachhinein angucken könnt. Und wir werden starten bei Ines auf dem Kanal, jetzt am 13. und 20.30 genau. Und was wollte ich noch sagen? Genau, und wir arbeiten noch am Ton, weil Sina moderiert ja lieberweise. Und das Problem ist halt, wenn der Ton bei mir blöd ist mit Sina, wir wissen noch nicht genau, wie wir es schalten. Also wir haben es immer noch nicht geschafft, uns darüber irgendwie auszutauschen und uns was zu überlegen. Deswegen, wir starten jetzt erstmal bei Ines, dann haben wir wieder ein paar Wochen Zeit, darüber nachzudenken, wie wir es dann bei mir auf dem Kanal umsetzen. Weil wir haben uns da ja immer schön abgewechselt und eigentlich war das auch immer ganz gut. Und ja, dann müssen wir gucken, wie wir das dann am Ende machen. Okay, also, dann würde ich sagen, entweder bis Mittwoch oder bis zur Aufzeichnung oder dann bis Donnerstag, wenn wir dann weiter mit den Schnipseln arbeiten. Ich wünsche dir bis dahin alles Liebe und bis dann. Tschüss!